herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und ihr denkt euch bestimmt jetzt wieder, hä, fährt er jetzt wieder zu René? Leider nicht, ich habe ja bei dem auch gevloggt. Hier mal ein kleiner Abschnitt davon. Wird das Ganze hier auch in, kann ich leider noch nicht sagen, wo ich hinfahre, aber das werdet ihr im Laufe des Vlogs sehen. Ich habe auch einen Kollegen gefragt, ob der vielleicht mit mir ein bisschen vloggt, deswegen seht ihr wahrscheinlich auch ein paar Abschnitte von dem oder sowas. Mal gucken, wie wir das regeln wollen. Seid aber gespannt, es wird richtig cool, sage ich euch. Und ja, ich muss aber jetzt gleich schon packen, weil wir wollen nämlich jetzt gleich schon fahren. Und oh scheiße, wir haben noch nur 10 Minuten Zeit, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen. Bis gleich. Sachen jetzt bereitgelegt. Meint ihr, das hier passt in meinen Rucksack rein? Nein? Leider nicht. Na dann muss ich es wieder wegstellen. Und ein herzlich willkommen hier zurück am Flughafen. Weißt du, der macht schon wieder Action. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert jetzt. Ja, meins auch. Deins auch. Ja, ist nicht drauf. Weitwinkel. Ja, Weitwinkel müsste es drauf sein. Ja, wir sind hier am Flughafen und ich habe immer noch nicht gesagt, wohin es geht. Der Luke, wir sind am Bushof. Fällt mir gar nichts mehr zu ein, Leute. Fällt dir gar nichts mehr zu ein? Er moderiert seine Kacke hier. Macht gerade auch seine Kamera dabei. Fängst du auch an zu vloggen? Was labert du? Ja, auf jeden Fall machen wir dort ein dreiwöchiges Praktikum an einer Grafikschule, die eigentlich ziemlich bekannt dafür ist, gut zu sein. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Wir sind in Aalborg. Wo gehen wir eigentlich hin? Ja, wir gehen einfach geradeaus. Yo, Freestyle, yo, yo. Meine Haare sind Hi Daniel. Jesus Christus. Jetzt seht ihr schon, ich habe was anderes an und das heißt, wir haben schon den nächsten Tag. Ich habe gestern leider nichts mehr gefilmt, weil ich so am Arsch war. Ihr müsst verstehen, ich bin um 3 Uhr morgens aufgestanden, habe deswegen dann nur 2 Stunden geschlafen und unterwegs habe ich kein einziges Mal irgendwie mein Auge mal zugemacht oder sowas. Deswegen bin ich war ich halt jetzt ziemlich müde. Ich bin auch noch ein bisschen müde, weil ich nicht so gut geschlafen habe. Draußen ist es halt ziemlich laut, weil direkt bei uns eine Autobahn ist. Deswegen habe ich ein bisschen schlechter geschlafen, habe deswegen auch nicht was aufgenommen und sowas. Wir haben mittlerweile wieder abends, ich habe eben gegessen. Ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage noch mal ein bisschen mitnehmen, wie es überhaupt hier aussieht und was wir essen, was wir tun, vielleicht auch in der Schule und sowas. Heute hatten wir den ersten Schultag. Ich werde euch vielleicht gleich mal ein bisschen erzählen, wie oder was irgendwie los war. Aber jetzt geht es erstmal zum Gym, weil wir gerade gegessen haben und jetzt erstmal ein bisschen Fitness brauchen. Let's go!
hast du drauf? Ah, das ist 5, Alter. Ich glaube nicht, dass es 5 sind, Alter. Es ist viel, viel mehr als 5. Was, 5 Kilo? Es ist, das ist viel mehr als 5 Kilo. Das ist viel mehr als 5, ne? Edwin und ich haben schon gedacht, dass das in 10er-Schritten immer weitergeht. Ja. Doch, 50, doch, ja, 50. Dass das in 10er-Schritten weitergeht. Also ja, einer 50. Ist in 10. Doch, ja, ja. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich würde mal sagen, let's begin. Ja, das war so. Ja, das war so ein Depp hier. So, weitermachen. So, und los. Genau. Ja! So, da bin ich wieder im Schnitt gerade. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich überhaupt keine Absage mal wieder gemacht habe. Entweder die ist jetzt hier irgendwo noch drin und ich habe da noch ein bisschen weiter aufgenommen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich von hier aus jetzt mal den Vlog beende. Schon ziemlich viel passiert heute, beziehungsweise eigentlich nur die Anreise. Möchte euch aber noch erzählen, was ich am ersten Schultag gemacht habe. Ich sitze hier gerade noch alleine in der Schule. Eigentlich sollte ich um 17 Uhr schon rausgehen. Wir haben aber gerade 17.13 Uhr schon und noch niemand ist angekommen, dass ich rausgehen soll. Deswegen bleibe ich noch ein bisschen, bis ich dann hier fertig geschnitten habe. Und ich wollte noch erzählen, was ich so im ersten Schultag gemacht habe. Und zwar sind wir um 8 Uhr beim Office gewesen in unserem Hostel. Dort hat uns der Kai abgeholt, auch ein Teacher hier, glaube ich, also ein Lehrer. Ich bin aber gerade nicht sicher. Dann sind wir hier hingekommen zu diesem Klassenzimmer. Das ist halt unser Workbereich, wo man dann halt alle arbeiten, alles mit iMacs. Richtig krass, die haben hier überall nur iMacs. Finde ich ganz gut. Auf jeden Fall waren wir dann hier und dann hat er uns erstmal die Schule gezeigt und das Hospital, Hostel hatte uns auch alles gezeigt, was es da alles für Sachen gibt. Also eine Sauna haben wir da, wir haben ein Gym, was ihr eben gesehen habt, wir haben einen Spielbereich mit Billard und sowas, ein Chillbereich, wo wir Fernseher gucken können, beziehungsweise Klavier spielen können und so weiter und halt unsere Häuser. Dann können wir draußen halt noch was machen. Und hier in der Schule haben wir auch ganz viele Sachen. Ich möchte euch aber später in einem anderen Vlog, wahrscheinlich dem nächsten oder übernächsten, zeigen, was wir hier in der Schule machen bzw. alles haben. Und am ersten Tag, ich habe leider, glaube ich, doch, habe ich eben noch gefunden. Hier habe ich es noch. Habe ich einen Nametag gemacht, beziehungsweise wir sollten einen Nametag machen. Erstmal hatte ich die Idee, einfach nur Daniel zu schreiben, aber ich fand es langweilig. Ich bin ja eigentlich ein Gestalter in dem Sinne, weil ich ja eine gestalterische Ausbildung mache. Deswegen habe ich mir sowas überlegt, ganz simpel, ganz einfach, auf die Schnelle gemacht, damit er unsere Namen kennenlernen kann und dann kann man die hier schön hinhängen. Und er kann halt, wenn wir aufzeigen, dann unsere Namen lernen. Hat er mittlerweile schon so teilweise raus. Und mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben dann den Lehrer kennengelernt, hat eine PowerPoint-Präsentation gehalten. Und dann hat er weitere Dinge noch erklärt, die wir jetzt die 3 nächsten Wochen hier machen werden. Und ich habe, glaube ich, am Anfang dieses Vlogs gar nicht gesagt, wo wir überhaupt hier sind. Wir sind nämlich in Dänemark und machen hier ein 3-wöchiges Praktikum von der Schule aus in Aalborg in der besten Grafik- bzw. Grafik- und Technikschule, die es in Europa gibt. Da sollte man sich eigentlich geehrt fühlen, da wir dies auch alles kostenlos bekommen. Wir sollten nur ein bisschen Geld mitnehmen, falls wir was irgendwie Besonderes einkaufen wollen, also so Süßigkeiten extra und sowas. Und alles kriegen wir bezahlt, auch so Freizeitausflüge. Wir gehen nämlich jetzt am Samstag nach Entry, weiß ich nicht, wo das ist. Auf jeden Fall ist das ein Freizeitpark, der nennt sich Farup oder sowas. Auch gut, da werde ich auf jeden Fall auch was vloggen. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video nämlich rauskommt. Ich bin eigentlich fertig beim Schnitt. Ich will eigentlich noch so ein bisschen Feinarbeiten machen. Aber vielleicht kann ich das ja noch bei Max machen.
Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach eine positive Bewertung da. Wir werden uns in den nächsten Vlogs wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch richtig gefallen. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender, weil wir da auch Projekte haben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen würdet, gerne auf den Abo-Button klicken und dann auf die Glocke. Dann werdet ihr über jeden Video benachrichtigt, wie immer. Und dann würde ich mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen in Aalborg. Wir sind endlich da. Wir sind in Kopenhagen, wir sind da. Wir sind in Düsseldorf. Moin. Geht jetzt los, nach Hause. Ab. Tschüss. Wir sind in Fuerteventura. Hallo, hola. Hola, Sikas. Ha ha ha.